Hallo und willkommen zurück. Da sind wir wieder bei unserer kleinen Katastrophenmission. Ich habe mir mal die letzte Folge angeguckt, mit der wir hier auf dieser Map mal gewonnen haben. Und wir hatten tatsächlich Thanatos und Schocktürme schon zur Verfügung. Und ich denke, die werden wir auch wieder einsetzen. Ich guck mal gerade, wo mein Steinmetz... Wo habe ich mein Steinmetz hin? Da habe ich ihn hin. Die werde ich mir mal gönnen auf jeden Fall. So. Hier werde ich mir angewöhnen, nur zwei Soldaten in die Pipeline zu hauen erstmal, dass wir das Gold definitiv für andere Sachen ausgeben können. Wie zum Beispiel weitere Windmühlen, dass wir hier keinen Stromzusammenbruch erhalten. Die ganzen Steinmühlen haben wir alle gesetzt. Oder habe ich irgendwo noch eine ausgelassen? Nee, ne? Die sind alle verteilt. Okay. Ja, dann geht es nur noch darum, hier dieses Ding aufzurüsten. Der ist fertig, dann gönnen wir uns gleich mal die großen Steinbrüche. Ich würde die Steinbrüche gerne alle aufwerten, dass wir da an mehr Steine rankommen. Hier bauen wir unsere Türmchen, das ist gut, da werden wir definitiv noch mehr brauchen. So, okay, Jungs, rein in die Tower. So, hier schön brav weiter produzieren. Da stellen wir uns auch mal eine dritte Kaserne auf. Und dann du forscht noch, ne? Dann kann ich da sowieso erstmal nichts machen. Dann geben wir das restliche Geld mal für weitere Mühlen aus, um hier wirklich für den Einsatz von Schocktürmen gewappnet zu sein. Und was wir auch mal machen, ist jetzt hier die Fischerei ein bisschen anzukurbeln. Dann haben wir nämlich für unsere Soldatenproduktion auch keine Nahrungsprobleme mehr. Vorerst. Also da dürften wir auf jeden Fall einiges rausholen. Lagerhallen. Ich muss mal gleich gucken, ob ich irgendwo noch eine Lagerhalle setzen kann. So. Nein, da wollte ich nicht hin. 40 Holz, 40 Steine. Ja gut, das kann dauern. Das kann dann wohl erstmal dauern, ne? So, ich hätte ganz gern hier einen Schockturm und hier einen Schockturm. Das heißt, wir platzieren die Dinger einfach weiter hinten. Okay, Steintürme, 10 Steine an Kosten. Das muss ich mir mal merken, was man da an Geld ausgibt. So, du bist ready. Okay, dann brauchen wir da nichts mehr erforschen. Wie schaut's bei dir aus? Sniper, wir brauchen keine Sniper in der Mission. Das müsste auch ohne gehen. Müsste, sollte, könnte. Ah, die Türme brauchen ganz schön lang, bis sie fertig sind, ne? Die brauchen schon extrem lange. So, hier Ingenieurszentrum hätte ich auch ganz gern. Halt, warte, der ist fertig. Lass mal kurz gucken. Du da produzierst mir 5, kann ich dich aufrüsten? Nein, du brauchst Öl. Ah, stimmt, ja. Das Öl hatte ich jetzt ganz vergessen. Das ist ja genial. Also eigentlich nicht, aber ja, weißt du schon. Ah, Turm ist fertig, rein da. Und normalerweise kommen die mit den Türmen eigentlich ganz gut zurecht. Da vorne werden wir ein bisschen umbauen dürfen, wenn hier Schocktürme rein sollen, ne? Wenn ich mal gucke... Ja, da müssen zwei Mauern weg, damit das geht. Genauso wie der, der und der. Und dann müsste blöderweise der Bursche da weichen. Dann setzen wir das Ding dahin.
dann decken die zwei Tower den kompletten Bereich schon mal ab. Dazwischen kann man ja irgendwas auffüllen. Da müssen wir uns noch was überlegen, was wir da machen, aber da können wir ja problemlos auffüllen. So, wie viel Öl brauchen wir denn zum Aufrüsten von so einem Ding? 20. Okay. Das heißt, mehr von diesen Ölplattformen wären mal nicht verkehrt. Wo haben wir die denn? Hier im Startgebiet haben wir keine Ölquellen, ne? Die da unten hätten wir, ja. Okay. Da wäre noch eine im Süden und da unten im Südwesten. Das muss ich mir mal merken. Da hätten wir auf jeden Fall noch zwei. Das ist ja schon mal was. So, Jungs, da sind wieder zwei Tower ready. Und hier sollte ich mir vielleicht angewöhnen, zwischen den Türmen auch überall Mauern zu setzen. So schaut's aus, 52 Soldaten haben wir. Das ist ja jetzt nicht so der Hit. Da sollte eigentlich mehr machbar sein. Ja, genau. Lagerhalle. Eine Lagerhalle. Wo will ich die denn? Irgendwo, wo wir Steine in den Gewinn packen. Hier unten wäre es ganz geil. Da haben wir jede Menge Nahrung und Holz auch noch mit dabei. Und vielleicht auch noch ein bisschen was von den Feldern hier. Aber da, wir haben eh so viel davon. Naja, was soll's. Lieber haben wir zu viel als zu wenig. Und dann... Nee, kann ich mir den nicht leisten. Cool. Wie, das geht da nicht? Ach Mensch, ich habe die Mauer falsch gesetzt. Das ist ja super. So, die Jungs da rein. Was mache ich jetzt hier vorne noch? Da kriege ich... Ich will da eigentlich keine Soldaten reinpacken. Wir könnten hier Wespen drin verteilen. Wir könnten da vorne Wespen verteilen und hier dazwischen einfach... auch nochmal mit Mauern auffüllen. Also die Horden haben da definitiv kein Problem mehr. Oder besser gesagt, mit den Horden haben unsere Jungs definitiv kein Problem mehr. So, pass auf. Wir haben hier den Burschen erforscht, dann... Oder wollen wir es vielleicht ohne Thanatos versuchen? Das wäre doch mal eine Idee, ne? So, du bist aufgerüstet. Dich würde ich ganz gern aufrüsten. Wo haben wir noch so einen Steindingensen? Da haben wir noch so einen Steindingensen. Würde ich auch ganz gern aufrüsten. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder, ne? Naja, gut. Ja. Ich sollte echt dabei bleiben, dieses Zeug im Pausenmodus zu platzieren, weil es haut einfach nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Na, egal. Okay, ab in die Türme, Jungs. Hier da rein, da rein, da rein, da rein. Sehr schön. Aber wir brauchen sehr viel mehr Soldaten, wenn das hier was werden soll. Boah, und etwas mehr Türme wären auch ganz nett.
So, und dann kümmern wir uns mal wieder hier um unsere ganzen Häuser, würde ich sagen. Also, dass wir generell mal wieder die Wirtschaft ein bisschen vorantreiben, weil... Ganz so ordentlich ist das hier ja jetzt nicht, ne? Halt, warte, was brauche ich für einen Marktplatz? Einfach nur 40 Steine, okay. Und jetzt wieder Geld. Ha. So. Ja, mal eben schnell eine zweite Stadt aufgestellt. Läuft. Kann man machen. Ich denke mal, hier ist es auch kein Problem, wenn wir die Nahrung ein bisschen zubauen, weil wir haben so viel davon und wir können jetzt zur Not die Felder auch noch aufrüsten. Alter, wie viel ich mir davon leisten kann. Ist ja ein Traum. Ja, guck dir das mal an. Krass. So, jetzt bräuchte man wieder Nahrung. Jetzt bräuchte man dann langsam mal wieder Farmen und sowas. Der arme Kerl wird mit seinen Meldungen jetzt natürlich gar nicht mehr fertig, was abgeschlossene Bauarbeiten und so angeht. Aber was soll's. Ich glaube, wir sind mit den Fischerhütten noch gar nicht fertig, ne? Nee, guck mal, ich kann hier alles noch mit Fischerhütten zukleistern. Hier runter zumindest. Da stehen unsere Bogenschützinnen noch und wissen nicht, was sie tun sollen. Ist auch okay. Ach Gott, ich habe hier noch gar keine... Ich habe hier noch gar nicht ausgebaut. Wie unverschämt. Ah ja, da haben wir schon wieder. Okay, das heißt, es ist nur noch die Ecke da unten. Ja, gut. Will ich mehr Öl? Ja, ich will mehr Öl. Wir hatten gesagt, hier unten hat man noch welche. Den da, den kriege ich noch nicht. Den können wir uns leisten gerade. Ja, das schaut doch schon mal ganz ordentlich aus hier. Wie viele Lagerhäuser habe ich eigentlich aufgestellt? 4 Stück, okay. Und dann können wir nur 270 Holz lagern. Das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen sehr wenig. So, übertreiben wir es einfach mal ein bisschen mit der Kraftwerksanlage, weil wir brauchen den Strom. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Strom, aber lieber habe ich mehr Strom als zu wenig Strom. Also, ja, weißt du schon, ne? Immerhin sieht unser Goldeinkommen jetzt auch sehr, sehr gut aus. Kriege ich hier irgendwo nochmal... Ja, guck mal, hier stellen wir noch eine Lagerhalle auf. Und denen rüsten wir noch. Wir haben nur noch 2 Steinbrüche, die man aufrüsten kann. Jetzt nur noch einen. Super. Also die Wirtschaft läuft. Attention.
Du bist mir im Weg. Da habe ich nämlich auch noch was vor hier vorne. Hier werde ich eine sekundäre Verteidigungslinie jetzt dann reinziehen. Da werden wir auch nochmal Schocktürme und sowas aufstellen. So, warte. Können wir bei dir noch... Wo war er denn? Ich sehe ihn nicht mehr. Hier. Die große Farm. Würde ich vorsichtshalber mal erforschen. Ich habe irgendwie so den Eindruck, dass uns da das Zeug ausgehen wird. Schau mal, die Schocktürme, die kommen gar nicht mehr dazu, großartig was zu machen. Das machen halt alles schon unsere ganzen Einheiten hier, ne? Schon krass. Okay, die Zelte würde ich gerne alle wegbekommen, dass die mal aufgewertet sind. Und dann täte ich ganz gerne hier irgendwo nochmal... Gott, es lohnt sich fast gar nicht mehr, die zu platzieren, weil du kriegst hier nirgendwo noch was raus. Ja, ich denke, dann werden wir uns darauf fokussieren, die Dinger aufzurüsten. Das ist vielleicht das Sinnvollste. Joa, wie schaut's denn jetzt aus mit den Steinbrüchen? Einer hat noch gefehlt, haben wir gesagt, ne? Er da. Ja, das ist tatsächlich der Einzige, der noch fehlt. Damit hätten wir alle aufgerüstet. Falscher Slot, da wollte ich hin. Wie machen wir das denn? Ich hätte ganz gern... Kann ich da eine Zweiermauer reinsetzen? Hier hinterher? Ich weiß es gar nicht. Wir fangen einfach mal damit an, schon mal die Türme zu platzieren. So, die Forschung haben wir schon. Ja, die Forschung haben wir soweit schon ready. Dann rüsten wir hier gleich mal ein paar Farmen auf. Strom ist aktuell wirklich gar kein Problem. Aber ich hätte ganz gern sehr viel mehr Soldaten. Also 200 Soldaten sollten es mindestens sein. Bis zur finalen Welle. Kriege ich da nicht noch was? Ja, da kriege ich noch zwei rein. So, okay. Kann ich... Huch, falsches Gebäude. Die hier, die würde ich gerne noch aufwerten. Die einfach die Bauschleifen voll sind, weil ich nicht mehr produzieren kann. Aber so gefällt mir das ganz gut. Ja, und schau mal, so geht die Soldatenzahl auch ordentlich hoch. 114, 115, ja, mag ich. Wir sagen mal, dass alle grundsätzlich... Ich hätte ganz gern so eine... Wir sagen ihnen mal, dass sie grundsätzlich die höchste Zielpriorität nehmen sollen, also die stärksten Gegner angreifen sollen, weil dann werden sie nämlich die ganzen Special Infected zuerst killen, während die Schocktürme sich um das Kleinviecherzeug kümmern, was an die Mauer randrängt. Und dann denke ich, werden wir relativ schnell die gefährlichen Zombies beseitigt haben.
ich krieg das Ding nirgendwo mehr hin, ne? Aber die Türme sind eh alle voll. Warte, kriege ich da oben noch Türme rein? Hier kriege ich tatsächlich noch Türme rein. Ich müsste hier nur einmal kurz die Mauern wegreißen, dass unsere Soldaten da nochmal reinkommen. Kann ich irgendwo noch mehr Kasernen errichten? Irgendwie? Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Sorry, ich brauche den Platz. Ja, sorry, ich brauche halt den Platz, ne? Und ich meine, guck dir an, wie viel Gold das wir haben. Wir können eigentlich locker noch das ganze andere Zeug erforschen, auch wenn es uns nicht wirklich was bringt. Aber hey, Hauptsache wir haben's. Was wir haben, haben wir. So, okay. Ah, ging sich genau aus von der Soldatenzahl. Praktisch. So, hier werde ich jetzt keine weitere Mauer reinkriegen, weil, ja, genau. Sagt er mir, too many walls in the same area. Ja. Jetzt wird es dann eng. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich die Soldaten alle hinstellen soll noch. Hey, das wird lustig. Ja, gut, dann bauen wir da halt stattdessen einfach mit Türmen weiter, ne? Ich meine, was soll's? Ich muss nur aufpassen, dass ich mir nichts zubaue, also dass die Jungs da noch überall hinkommen. So, Nahrung und Strom sind definitiv keine Probleme, Arbeitskräfte sind auch keine Probleme. Wir könnten nochmal just for fun ein paar Häuser aufrüsten, aber eigentlich braucht es das jetzt nicht mehr. Das ist immer ganz gut aufgestellt. Kommen die überhaupt von unten durch? Ja. Ja, doch, das sieht gut aus. Jetzt. Kommt ihr da ran? Ja, da kommen sie ran, da kommen sie auch ran. Ich hoffe nur, dass ich keinen Turm vergessen habe. Nicht, dass irgendwo nur zwei oder drei Soldaten drin sitzen. Das wäre ja lächerlich. So. Wir haben jetzt theoretisch die 200 Soldaten fertig. Und nur ein kleiner Teil davon ist wirklich auf Veteran. Das braucht's. Aber apropos, wir könnten ja eigentlich noch die Akademie der Unsterblichen bauen, dann würde sich das Thema auch erledigen. Damit sind wir zwar dann völlig overpowered, aber scheiß drauf. Können wir noch irgendwas Spezielles bauen? Wir haben ja noch Wespen. Kriege ich die da irgendwo noch rein? Oh ja, Tatsache. Ich habe keine Ahnung, wo ich die jetzt platziert habe, aber es scheint zu funktionieren. So, will ich jetzt noch Soldaten oder will ich jetzt noch Scharfschützen? Scharfschützen brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich müsste das ausreichen. Normalerweise müsste das hier ausreichen. Ich bin gespannt, wie viele Wespen sind denn im Einsatz? 34. Die Soldaten wissen schon gar nicht mehr, wo sie sich hinstellen sollen.
So, Pause-Button wird jetzt auch nicht mehr gedrückt, weil brauchen wir einfach nicht. Huch, ha, nice. Ich glaube, wir werden das so hart gewinnen, das Ganze. Da rein. Jungs, da rein. Ja, soviel zum Thema, ich drück den Pausen-Button nicht mehr, ne? Ja, das wird lustig. Haben wir noch Farmen? Ja, das sind noch Farmen. Aufrüsten. Ich will mehr Nahrung haben. Und hier bereiten wir uns jetzt halt einfach auf den unwahrscheinlichen Fall vor, dass die Zombies diese Blockade hier durchbrechen. Und dann halten wir hier einfach eine Ersatzarmee parat, mit der wir die Viecher dann einfach zurückdrängen können. Ich glaube, es geht sich wieder exakt aus, ne? Jo! Ha! Voll cool. Es ist jetzt eigentlich nur noch ein Abwarten auf gegnerische Horde und das war's. Mehr machen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir können auch nochmal hergehen und hier so ein paar Kraftwerke verteilen. Achso, ja, ich wollte hier eigentlich noch... Ich wollte ja hier eigentlich unsere ganzen Anglerbuden noch verteilen. Weil warum nicht, ne? Normalerweise könnte ich noch so viel hier zubauen mit Zelten. Warte mal. Ich baue jetzt einfach mal noch so Lücken einfach völlig planlos zu. Das muss ja nicht geordnet oder ordentlich aussehen, weil wir haben es eigentlich, glaube ich, eh schon geschafft soweit. Ach, aber die Leute da unten, die brauchen ja auch was zum Wohnen, zum Schlafen, zum Pennen, ne? So. Ho, es geht los. Ah, das wird lustig. 22 Stunden. Let's go. Bin gespannt, wie sich die Framerate macht. Wir haben auf einen Schlag einfach mal jetzt 8 Farmen aufgerüstet. Krass. Alter, wie laut die Musik ist bei mir. Ups. Okay, dann schickt sie mal ran. Mal kurz kontrollieren, dass wir hier alle auf die richtige Priorität schalten. Bei euch auch. Jo, passt. Passt. Passt alles. Wunderbar. Wunderbar. Wie viele habe ich jetzt hier unten im Petto? Fast 100 Soldaten. Ach Gott, die zwei kommen da gar nicht raus. Ja, gut. Sehr süß. 104 Soldaten. Und die Produktion geht immer weiter und weiter und weiter. So, ich bin gespannt. Da kommen sie. Da kommen sie. Jetzt haut rein. Das wird lustig. So, schnitzelt sie. Schnitzelt sie.
Ja, wie ich mir denke, die Schocktürme, die machen halt die große Masse. Die Soldaten kümmern sich um die fetten Special Infected. Alter Schwede. Die Mauern sind bisher nur leicht angekratzt. Das einzig Schlimme ist eigentlich, dass die Schocktürme halt immer wieder aufladen müssen, aber ansonsten... So, ja, ich glaube, das war's mit Special Infected. Wir sagen mal Closest Enemy. Das gleiche für die Geschütze, Closest Enemy. Dass sie vor allem die Viecher von den Mauern fernhalten, das wäre, glaube ich, mal das Wichtigste. Alter Schwede. Da ruckelt es sogar bei dem High-End-Gaming-Rechner, weißt du? Das ist schon eine ordentliche Ansage. Es ist aber schon krass zu sehen, was bei 800% hier für eine Horde anmarschiert. Wir hatten es ja, glaube ich, auf 200% gespielt. Aber es lichtet sich da oben bereits wieder. Oh, da sind sie durch die erste Mauer durch. Sie haben den ersten Mauerabschnitt durchlöchert. Ne. Ne. Das glaubst du ja nicht. Ja, und die Jungs da unten langweilen sich halt. Wie viele haben wir da jetzt im Petto? 159, ja 160. Ja, läuft. Und das Schöne ist, das Ganze wird zum Kill-Counter nochmal hinzuaddiert. Also haben wir den wieder ein bisschen hochgepusht. Also ich meine den Kill-Counter im Hauptmenü. Schöne Sache. Wir könnten jetzt eigentlich mal hergehen, so der Optik halber, und hier die Mauer reparieren. So. Den Rest bitte auch noch wegmachen. Danke. Nochmal das Ganze. Okay, dafür reicht's nicht. Ja, gut, geht. Mauer ist wieder repariert. Weil kann ja nicht sein, dass wir die Mission hier abschließen mit einer beschädigten Mauer. Also das geht ja nicht. Schau mal, wie sich die Hälfte von diesen ganzen Türmen einfach nur langweilt, weil die nichts machen. So, und das ist der klägliche Rest. Da kommen nochmal drei Fettsäcke, guck mal, wie süß. Da kommen einfach nochmal drei Fettsäcke mitgelaufen. Jo, Jungs, Feierabend und so, ne? Endergebnis 1600 Punkte. Na gut, wird das jetzt eigentlich eingetragen? Huch. Hä? Was? Warum? Was will der denn? General, you have fulfilled your mission. For the first time in more than two centuries, humankind has control over their own destiny. Das hat er uns doch schon erzählt. From this day forward, this date will carry your name, and your accomplishments will be honored and celebrated throughout the empire. Aha. They are billions, yes, but we humans, we are the future. And this is just the beginning. I have big plans for my journey. Ja, ist gut. Reconquest has just begun. Mhm. And the Empire has already set its sights on new territories. But rest for now and regain your strength. As soon, the Empire will once again... Oh mein Gott. Also ich guck's mir jetzt eigentlich nur deswegen an, weil ich mir erhofft habe, dass vielleicht was Neues kommt, aber... Das ist halt einfach nur wieder... Das ist einfach nochmal die Endsequenz. Aber warum? Würde die jetzt jedes Mal kommen, wenn ich so eine Mission fertig spiele?
Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich die Werte hier verändert haben. Ob da was geändert wurde, ob hier zum Beispiel die Anzahl der getöteten Infizierten auch hier dazu gezählt wurde, das weiß ich nicht. Ich habe mir nämlich die alten Werte gar nicht mehr angeguckt. Ich habe die gar nicht mehr im Kopf, leider. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Ja. Ja, das kommt, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das kennen wir schon. Frau, hör singen auf oder ich krieg wieder Ärger mit der Musik. So, okay, pass auf. Wir machen jetzt noch Folgendes. Nachdem das fertig ist, hüpfen wir wieder in den Survival-Modus rüber. Wir werden einerseits die... es gibt ja hier neue Survival-Maps. Oder was heißt neue Survival-Maps? Es gibt ja hier Dual-PC-Setup. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal... So. Wir haben hier einerseits der tiefe Wald, der aber sehr, 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 sehr leicht sein soll. Und wir haben die ätzenden Ländereien, die nochmal unglaublich schwierig sein sollen. Die werden wir auch versuchen. Was ich allerdings als nächstes spielen werde, ist eine Custom Map. Die werde ich wahrscheinlich dann als komplette Session hochladen. Mal gucken. Und auch hier, wie gesagt. Wenn ihr da Ideen habt für Custom Maps, die ich mal ausprobieren soll, dann haut's einfach in die Kommentare und ich werde das Ganze spielen. Ich mache jetzt hier aber erstmal einen Aufnahmestopp. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sayonara!